Leute, ich habe probiert, eine Banane nicht den regulären Weg aufzureißen, sondern mal andersrum. Ne? Was meinst du denn mit anders? Ich würde sagen, die Masse an Menschen, die macht die am Stiel auf. Ne? Aber der Trick ist, die am Anfang aufzumachen. Das geht viel besser, sag ich. Muss ich mal ausprobieren, habe ich noch nie gehört. Ja gut, das habe ich ja quasi entdeckt. Ne? Wie, du hast das entdeckt? Naja, ich habe ja damals damit angefangen, ne? Und plötzlich hat das jeder gemacht. Ne? Das ist ja kein Zufall, sag ich mal. Also ich kenne das aus dem Video, hat das einer erklärt. Ja, war wahrscheinlich ein Video von mir dann. Ne? Nee, das war ein Amerikaner. Ja gut, dann hat das von mir, ne? Natürlich. Ich denke mal, sowas spricht sich einfach rum, oder? Ja, das ist wie dieser Mythos, dass Menschen so und so viele Spinnen versehentlich in der Nacht essen im Laufe des Lebens. Ach, ne? Das stimmt gar nicht, oder? Also ich hatte gehört, das ist nur ein Mythos, den irgendjemand in die Welt gesetzt hat. Ach, ne? Tatsächlich? Wusste ich gar ja, nicht. Ja, das hatte ich ja vor ein paar Jahren schon gesagt, ne? Also das war ja gleich klar. Also du hast es weitergetragen, meinst du? Oder? Ja, also ich habe diesen Mythos in die Welt gesetzt, ne? So meine aber ich. Das ist doch schon Jahre her, oder nicht? Ja, das war ich damals. Also ne? Ich habe mal gelesen, irgendwelche Studenten haben das irgendwie in die Welt gesetzt, um zu gucken, wie schnell sich so ein Mythos rumspricht. Ja, ne? Ja, genau. Ich war einer von den Studenten. Nee, warte mal, ja. Das war nicht die Studenten, sondern der Professor, glaube ich, oder? Ja, ja, genau, der Professor, der war ich, ja. Übrigens habe ich jetzt auch endlich mal mit Breaking Bad angefangen. Ne? Und ist gut, sag mal, ne? Das ist richtig gut, Mann. Ich habe direkt 5 Folgen geguckt. Ja, das ist auch meine Lieblingsserie. Also das gesamte Konzept, das ist auch einfach gut. Ja gut, die haben sich auch schön inspirieren lassen bei mir, ne? Wie von dir inspirieren lassen, was meinst du? Ja, also ist ja quasi mein Leben verfilmt, ne? Also, dein Leben? Das ist doch Quatsch. Ja, eigentlich nicht. Also ist genau die gleiche Abfolge. Ich wollte auch Lehrer werden. Walter White ist Chemielehrer. Du hast ein Semester Lehramt studiert und wolltest Geschichte unterrichten. Ja, stimmt, aber ich war ja auch so krank, ne? Aber du hast dir doch nur den Zeh gebrochen, du hättest doch weiter studieren können. Nee, das war ja in meiner Position auch unmöglich, ne? Deswegen, ja, ich musste halt auch illegal Geld verdienen dann, du ne? Hast danach zweimal für eine Stunde oder so schwarz auf dem Bau gearbeitet, das ist doch was komplett anderes. Also ich fand das schon suspekt, ne? Das war im Prinzip meine Geschichte da in der Serie verpackt, ne? Na gut. Wie sieht's eigentlich aus mit Silvester? Wollen wir da jetzt gemeinsam feiern bei mir oder was? Würde ich schon sagen, oder? Ja, war ja eigentlich meine Idee, ne? Ist ja auf meinem Mist gewachsen, ne? Das wir bei mir feiern? Du hast gefragt, was Silvester ansteht. Genau, ja. Richtig, und danach habe ich gesagt, wir können auch bei mir feiern, weil ich genug Platz habe. Das ist so nicht richtig. Doch, eigentlich war das so. Ich meine, anfänglich war ja meine Idee, dass wir überhaupt feiern, du bist ne? Doch aber nicht der Erfinder des gemeinsamen Feierns an Silvester. Doch, bin ich. Ja, ich würde sonst mit meiner Freundin kommen dann. Ja, ich würde sagen, mit Begleitung, oder? Ja, dann freue ich sie nachher direkt. Das ne? Habe ich schon gemacht, ne? Deine Freundin hast du gefragt, meinst du? Kommt die da auch mit, oder? Nee, nicht meine. Ich habe deiner schon Bescheid gegeben. Aber warum fragst du sie denn? Ja gut, die Party ist ja auf meinem Mist gewachsen, ne? Da muss ich als Gastgeber ja auch die Leute einladen, ne? Aber ich bin doch der Gastgeber. Ich meine, du stellst die Location, das stimmt so irgendwie, aber ich bin ja der Gastgeber, ne? Ich meine, ich bin ja im Prinzip auch der Erfinder von Partys, ne? Also ich habe da vor Jahren mal mit angefangen. Und plötzlich macht das auf einmal jeder, ne? Das hätte ich mir patentieren lassen müssen, ne? Stimmt, gute Idee. Übrigens, hier kennt ihr diesen einen YouTuber da, hier Varion, der schnackt ja immer mit sich selbst da, ne? Der beendet seine Videos ja immer mit diesem langen Blick zum Ende, ne? Das ist ja eigentlich auf meinem Mist gewachsen, also ich bin ja der Erfinder davon eigentlich. Der kriegt auf jeden Fall auch noch eine Anzeige, ne? Also das lasse ich so nicht durchgehen. Ja, war ja eigentlich meine Idee, ne? Ist ja auf meinem Mist gewachsen, ne?